Richter Dr. Gudolf Schüttke, sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Manke, sehr geehrte Frau Gustin-Römer, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Teilnehmer, liebe Teilnehmerinnen. Vielen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und vielen Dank auch an das Team des Studium Generales der Bucerius Law School, dass es uns ermöglicht hat, hier heute endlich wieder physisch beieinander sitzen zu können. Als Vorstand des Verbandes Jüdischer Studierender Nord sind wir sehr erfreut, wieder eine Veranstaltung mit der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung durchführen zu dürfen, nachdem wir sie das letzte Mal im Jahr 2017 auf dem Campus begrüßen durften. Als jüdischer Studentenverband, aber auch als Studierende der Rechtswissenschaft, ist es uns eine Ehre, heute mit unseren Gästen über ein so wichtiges Thema zu sprechen. Heutzutage bekommt man oft zu hören, der Holocaust liegt schon so weit in der Geschichte zurück, wir in der Gegenwart haben doch nichts mehr damit zu tun. Als Nachfahrin von Holocaust-Überlebenden kann ich Ihnen jedoch sagen, dass wir noch sehr viel damit zu tun haben. Das Trauma, das Jüdinnen und Juden während des Zweiten Weltkrieges und der Shoah erlebt haben, ist nämlich nicht 1945 verschwunden oder nur nennenswert verblasst. Ein Forscherteam des New York Mount Sinai Krankenhauses konnte anhand einer Studie verdeutlichen, dass genetische Veränderungen, die auf das Trauma von Holocaust-Überlebenden zurückzuführen sind, an ihre Kinder und Kindeskinder weitergegeben werden können. Die Lebenserfahrung einer Person beeinflusst also die nachfolgenden Generationen. Gerade deshalb haben die Prozesse gegen und die Verurteilung von Straftätern des NS-Regimes, die durch ihren Dienst dazu beitrugen, dass Millionen von Menschen in deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet wurden, bis heute, auch 76 Jahre nach Kriegsende, nicht an Bedeutung und Relevanz verloren. In einer Zeit, in der das Leugnen des Holocaust wieder weit verbreitet ist und Rassismus sowie Antisemitismus wieder salonfähig wird, darf die Geschichte, auch aus juristischer Perspektive, nicht in Vergessenheit geraten. Die Prozesse gegen die in den Lagern tätigen Personen stehen dabei nicht nur für eine strafrechtliche Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Denn Gerichte müssen sich in der Gegenwart, 76 Jahre nach Kriegsende, wieder mit den unaussprechlichen Gräueltaten des nationalsozialistischen Regimes befassen. Durch ihre Beweisaufnahme werden diese zwangsläufig aufgearbeitet und der Gesellschaft wieder in Erinnerung gerufen, womit insbesondere ein Zeichen gegen das Vergessen gesetzt wird. Auch wenn die Stimmen lauter werden, die ein Ruhenlassen der Geschichte fordern und meinen, 90 Jahre alte Personen müssten nicht mehr angeklagt werden, können wir nur eins erwidern. Mord verjährt nicht. Beihilfe zum Mord verjährt nicht. Auf dem Weg in die Gaskammern wurde nicht differenziert, ob es sich um ein neugeborenes Kind oder ein Greis handelt. Ein Rechtsstaat hatten die Ermordeten nie auf ihrer Seite. Diesen Rechtsstaat haben jedoch die Kläger heute auf ihrer Seite. Und genau dieser Rechtsstaat muss mit der vollen Härte des Gesetzes gegen die damals begangenen Straftaten vorgehen. Dabei möchten wir aber nicht nur über die gegenwärtigen Prozesse sprechen, sondern uns auch mit den Verfehlungen der Judikatur in der deutschen Nachkriegszeit beschäftigen. Allein in Auschwitz waren 10.000 SS-Männern tätig. Verurteilt wurde kaum jemals einer von ihnen. Wie kann es sein, dass bis heute nur ein geringer Teil der Person, der sich damals schuldig gemacht hat, verurteilt wurde? Was hätte besser gemacht werden können und was können wir heute aus diesem Teil unserer Geschichte lernen? Wir hoffen, dass in den kommenden 2 Stunden zu diesen und vielen anderen Fragen sehr interessante Gespräche und Diskussionen zustande kommen und sind sehr gespannt auf die Beiträge des Publikums. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Böhle-Wölki, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Podium. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend auch im Namen der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung begrüßen zu dürfen. Es ist eine Premiere heute, nicht nur hier für das Haus, dass es eine Präsenzveranstaltung ist. Es ist auch für uns als Vereinigung eine Premiere, dass wir nach über 1,5 Jahren wieder live im realen Leben zusammenkommen dürfen. Insofern freue ich mich ganz besonders, dass wir heute hier zu Gast sein können und das zu einem überaus wichtigen Thema. Es ist unsere Vereinigung ja eigentlich seit ihrer Gründung, seit 1989 begleitet. Wir beschäftigen uns qua Satzung genau mit den Verfehlungen in der Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen, mit den Verfehlungen, mit den Unterlassungen, die eine Justiz der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit begangen hat. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute Gelegenheit haben, ja auch an einem ganz praktischen Beispiel, das noch einmal aufarbeiten zu können. Es ist
immer wieder erstaunlich, dass auch 75 Jahre nach der Shoah es eigentlich solcher Veranstaltungen bedarf, um in Erinnerung zu rufen, was damals passiert ist. Und umso mehr freue ich mich, dass wir das heute mit auch den Studierenden machen können, weil es geht ja nicht nur um das Zurückblicken auf Geschehenes, sondern um das Ziehen der Lehren daraus. Und umso wichtiger ist es für uns, dass wir in den Kontakten mit Studierenden dies aufarbeiten können und vielleicht auch wirklich unseren Beitrag dazu leisten können, dass so etwas nicht wieder passiert. Vielleicht noch zwei Worte zu uns als Vereinigung, diejenigen von Ihnen, die uns noch nicht kennen. Wir sind 1989 gegründet worden. Wir sind die einzige binationale juristische Vereinigung, die es in Israel gibt. Wir haben ungefähr 500 Mitglieder in Deutschland, etwa 150 in Israel. Unser Hauptanliegen ist es eigentlich im Rahmen von Tagungen und Veranstaltungen, sich mit aktuellen rechtspolitischen Themen zu befassen. Und jetzt kommt der kleine Werbeblock. Wir werden im Herbst, so Gott will, und Corona es zulässt, unsere nächste große reguläre Jahrestagung in Israel machen. Ich habe Ihnen das Programm mitgebracht, das liegt unten aus. Sie können mich aber auch gerne im Nachgang noch ansprechen. Wir freuen uns immer auch, neue Gesichter auf einer solchen Tagung begrüßen zu können. In diesem Jahr sind wir ganz stolz, dass wir, obwohl wir die Tagung zweimal verschieben mussten, mit Herrn Professor Habert vom Bundesverfassungsgericht, mit Ihrer Vorgängerin, Frau König, als Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts und dem Generalbundesanwalt und der Justizministerin Lambrecht ganz hochkarätige Gäste in Tel Aviv und Jerusalem werden begrüßen können. Und für die Studierenden der Hinweis, wir haben ein Förderprogramm im Rahmen solcher Tagungen, mit dem wir es ermöglichen können, dass Studierende und Referendare an solchen Tagungen teilnehmen können. Und das wird von uns mehr oder weniger komplett gesponsert. Zum Flug müsst ihr dann ein bisschen was selbst beitragen, aber den Rest übernehmen wir als Vereinigung. Insofern nutzt die Gelegenheit. Wir werden natürlich uns auch erlauben, eine Einladung für Studierende hier nach Hamburg zu schicken und würden uns sehr freuen, wenn dann ein bisschen die Werbetrommel dafür gerührt wird. So, jetzt genug von meiner Seite der Vorrede. Ich freue mich auf eine sehr interessante Veranstaltung. Ich bedanke mich, dass wir heute hier sein dürfen. Einen guten Abend. Guten Abend, mein Name ist Julia Römer, ich bin Richterin am Amtsgericht in Schleswig-Holstein und ich begrüße Sie heute in der Boutsiris Law School im Namen der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung und dem Verband der jüdischen Studierenden Nord. Wir werden uns heute dem Thema widmen, Strafverfolgung auf den letzten Drücker. Denn dieser Eindruck entsteht, wenn man sich anschaut, dass erst letztes Jahr in Hamburg ein 93-jähriger KZ-Wachmann aus Stutthof für Beihilfe zum Mord in 5.232 Fällen verurteilt worden ist und die Staatsanwaltschaft IZOO erst vor kurzem Anklage erhoben hat gegen die Sekretärin des KZ Stutthof im Alter von 96 Jahren wegen Beihilfe des Mordes in mehr als 10.000 Fällen. Strafverfolgung auf dem letzten Drücker oder vielleicht die letzte Chance, NS-Unrecht anzuklagen. Man spricht auch von Operation Last Chance. Nur stellt sich dann die Frage, wie viele Chancen eigentlich verpasst worden sind und warum nicht viel, viel früher angeklagt worden ist. Diesen Fragen werden wir uns hier widmen. Wir werden vor allen Dingen die Frage stellen, wo und wenn ja, wie die deutsche Justiz versagt hat bei der Anklage und Verurteilung von NS-Gewaltverbrechen. Und ich freue mich, dass wir diesen Fragen und vielleicht auch einige Antworten finden werden mit den Referenten, die mit mir gemeinsam diskutieren werden und mit dem Auditorium in der Boutsiris Law School. Einerseits sind es Zeitzeugen, andererseits auch selbst Menschen, die in der Justiz gearbeitet haben in den letzten Jahrzehnten. An meiner rechten Seite haben wir Oberstaatsanwalt Mahnke, der die Anklage im Stutthof-Prozess hier in Hamburg vertreten hat. Und auf der anderen Seite haben wir Richter am Landgericht Dr. Gudau Schüttke, Autor eines Buches über den Bundesgerichtshof Justiz in Deutschland, gleichzeitig Verfasser mehrerer wissenschaftlicher Schriften und
Richter am Landgericht in Itzehoe gewesen. Nun freue ich mich auf eine spannende Diskussion, die wir damit einleiten werden, dass Herr Mahnke von seinen Erfahrungen aus der Justiz und vor allen Dingen als Oberstaatsanwalt und Ankläger im Stutthof-Prozess berichten wird. Herr Mahnke. Ja. Meine Damen und Herren, Mord verjährt nicht. Das ist das Erste, bevor ich überhaupt anfangen will, weil ich es eben gehört habe. Das stimmt so nicht. Es gibt einen Ausnahmefall, nämlich die Beihilfe zum Mord aus niederen Beweggründen für den Fall, dass der Gehilfe selbst nicht die niederen Beweggründe in persona erfüllt. Normalerweise ein Fall, der tatsächlich nicht verjährt. Anders die Fälle, die während der NS-Zeit insofern begangen worden sind. Der Deutsche Bundestag hat in einer Meisterleistung im Jahre des Herrn 1968 in einer Nachtentscheidung praktisch die Verjährung für diese Fälle beschlossen, ohne überhaupt zu wissen, was da passiert ist. Ich bedanke mich für die Einladung bei dem Veranstalter und auch bei dem Hausherrn. Das sind ja zwei verschiedene in diesem Fall. Tatsächlich, mein Name ist Mahnke, ich bin Staatsanwalt in Hamburg und seit 10, 11 Jahren letzt und allein zuständig für die Verfolgung von NSG-Straftaten. NSG, die Abkürzung für nationalsozialistische Gewalttaten. Und das Thema ist natürlich gewaltig. Wir haben heute gar nicht so viel Zeit, das auch nur annähernd anzureißen. Deswegen möchte ich meinen Vortrag auf einen zeitlichen Aspekt dieser NSG-Strafverfolgung richten, nämlich den letzten, das, was das Simon Wiesenthal Center in Los Angeles Operation Last Chance genannt hat, das, was durch und im Anschluss an die Demjanjuk-Entscheidung im Mai 2011 dann doch noch passiert ist auf diesem Sektor. Demjanjuk-Entscheidung. Schwurgericht München stand vor einer Situation, dass die Strafverfolgung der Wachleute, der SS-Wachleute, seit Jahrzehnten praktisch zum Erliegen gekommen ist, eingeschlafen war. Und zwar aus Gründen, sagen wir mal, vor dem Hintergrund eines bestimmten Beweisbarkeitsproblems. Letztlich aber vor dem Hintergrund einer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes infolge der Auschwitz-Prozesse in Frankfurt am Main schon in den 60er und 70er Jahren. Der Bundesgerichtshof hatte nämlich verlangt, für eine Verurteilung eines SS-Wachmanns in einem Konzentrationslager, dass der Nachweis einer konkreten Tat gelingt. Und mit konkreter Tat war jedenfalls nicht gemeint der staatliche Beschluss, der staatliche Entschluss des Genozids. Das war beispielsweise auf der Wannsee-Konferenz ja noch einmal dann technisch umgesetzt. Das war dem Bundesgerichtshof zu unbestimmt. Da sah der Bundesgerichtshof dogmatische Folgeprobleme, die nicht mehr beherrschbar gewesen seien, so eben seine Auffassung. Und zwar deshalb, weil wir zwar den Mittäter kennen, wir kennen auch die Bande und das schon seit dem Reichsgericht, aber was wir nicht kennen, so der BGH, ist der Genozid, der Völkermord. Den kannten wir damals noch nicht. Heute ist dann das deutsche Strafrecht integriert. Und weil das so war, hat sich der Bundesgerichtshof gescheut, Beihilfe zu diesem Völkermord anzunehmen, nämlich dann in der letzten Konsequenz mit der Verurteilung Beihilfe zum Mord in 6 Millionen Fällen. Und zwar ganz unabhängig von der Frage, ob man Wachmann in Auschwitz, in Stutthof, in Majdanek oder wo auch immer gewesen ist. Ein No-Go nach Auffassung des Bundesgerichtshofes. Und deswegen die Forderung, schon in den 70er Jahren ausgesprochen, Nachweis einer Beteiligung an einer konkreten Tat. Und das wiederum hat dann zum Einschlafen der Strafverfolgung geführt. Wie soll man das nachweisen? Man kann die konkrete Tat vielleicht noch irgendwie formulieren, irgendwie ermitteln. Aber wie soll man nachweisen, dass ein bestimmter Wachmann in einem bestimmten
Konzentrationslager an einem bestimmten Tag sich in einer bestimmten Weise verhalten hat. Dieses Hindernis war über Jahre und Jahrzehnte nicht mehr zu überwinden gewesen, bis 2011. Dann hat das Landgericht in München, das zuständige Schwurgericht, ebenfalls konfrontiert mit diesem Problem. Dem Janjuk war angeklagt, ich glaube, wegen 17 oder 18-fachen Mordes, 18 Straftaten, selbstständige Handlungen. Und die konkreten Handlungen waren, wie es in den Jahren und Jahrzehnten gelegentlich davor auch angenommen worden ist, Transporte, Gefangenentransporte, beispielsweise aus Ungarn, Deportation der ungarischen Juden in die Konzentrationslager. 18, 19-facher Mord, jeweils in rechtlich zusammentreffenden Fällen, weiteren X-Fällen, je nachdem, wie viele Menschen dabei ums Leben gekommen waren. Der Transport, das war nicht das Beweisproblem. Das Problem war, dass man zwar glaubte zu wissen, dass Demjanjuk da war, da bedeutete in diesem Zusammenhang bedeutete Sobibor. Aber man wusste natürlich nicht, war er an einem bestimmten Tag, als der Transport, um den es dann ging, auf dem Wachturm, war er an der Gaskammer, wo war er? Er hat sich ja nur dahingehend eingelassen, dass er zwar Demjanjuk heißt, aber nicht der Demjanjuk sei, der da in der Anklageschrift beschrieben wird. Also von ihm konnte man sich keine Hilfe erwarten. Und vor diesem Hintergrund hat das Schwurgericht in München dann eine ganz außergewöhnliche Entscheidung getroffen. Es hat verurteilt und hat folgendermaßen argumentiert. Sobibor ist ein reines Vernichtungslager. Da kam man rein, aber nicht wieder raus. Da wurde man zwingend ermordet, wenn man reingeriet. Wenn es aber so ist, dass man in Sobibor zwingend ermordet wird, wenn man da reinkommt, dann ist das im Prinzip ja nichts anderes als ein Vernichtungslager. Und wenn es ein Vernichtungslager ist, dann kann sich ein Wachmann, ein SS-Wachmann, verhalten, wie er will, wie er sich auch immer verhält, ob er auf dem Wachturm steht, ob er in der Postenkette ist, ob er an der Rampe steht bei der Selektion, an der Gaskammer, im Krematorium. Selbst wenn er in der Küche Kartoffeln schält, ist das Beihilfe zum Mord. Und weil das so ist, ein Gedanke aus dem, was wir Juristen eigentlich Wahlfeststellung nennen, braucht man auch nicht zu beweisen, was er konkret gemacht hat. Er wird verurteilt. Und so ist es passiert. Der Bundesgerichtshof hat diesen Fall nicht mehr bescheiden können. Er hat ihn wohl noch zur Kenntnis genommen, weil Demjanjuk ja Revision eingelegt hat, aber dann im Revisionsverfahren gestorben ist. Diese Entscheidung jedenfalls hat Ludwigsburg, die Zentralstelle in Ludwigsburg, zum Anlass genommen, die gesamte Strafverfolgung der SS-Wachleute in Deutschland noch einmal unter die Lupe zu nehmen, nicht mehr konkret bezogen auf Personen, sondern nun Konzentrationslager für Konzentrationslager. Beginnt mit dem Konzentrationslager Auschwitz II, Birkenau. Ludwigsburg, ich weiß nicht, ob es Ihnen allen ein Begriff ist, keine Staatsanwaltschaft, sondern eine Behörde, geschaffen aufgrund eines Staatsvertrages der Bundesländer bereits in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, die damit beschäftigt sind, entsprechende Vorermittlungen zu führen. Demjanjuk-Entscheidung, Ludwigsburg entschließt sich, nochmal neu anzufangen. Ermittelt 35 Verdächtige, 35 Wachleute, SS-Wachleute, die in Auschwitz II Birkenau Dienst getan haben, die noch lebten und die noch nicht verurteilt gewesen waren zu diesem Zeitpunkt. Das war in einem Fall, in dem Hamburger Fall, ein Irrtum, aber dazu vielleicht später noch einmal. Dann wurden 35 Akten erstellt und alle zuständigen Staatsanwälte, Wohnortprinzip zuständigen Staatsanwälte, nach Ludwigsburg eingeladen. Wir erschienen dort, nahmen die Akten zur Kenntnis und fingen an, miteinander zu reden. Haben dann noch uns zweimal in München auf Einladung des Landeskriminalamtes Bayern getroffen und haben anlässlich dieser drei Treffen alle betroffenen Staatsanwälte und auch die betroffenen Polizeibeamten haben dann die Strategien entworfen, die in den dann folgenden Prozessen zum Tragen gekommen sind. Und die
das erste Rangehen an den Fall, an das Problem Auschwitz II-Birkenau, war noch wenig wagemutig. Wir haben letztlich nicht gedacht, dass wir den Bundesgerichtshof in die Knie zwingen könnten, sondern haben geglaubt, dass wir uns seiner Forderung nach diesem konkreten Nachweis, dass wir uns nach dem richten müssten. Andernfalls kriegen wir vielleicht eine Anklage hin, vielleicht auch ein Urteil, aber doch kein rechtskräftiges Urteil. Und diese Annahme war auch nicht ganz falsch. Also wir haben tatsächlich berechtigt geglaubt, dass wir Chancen haben, diese Betrachtung durchzusetzen. Denn die Beweislage, unsere Situation war eigentlich nicht schlecht. Wir haben eine gute Beweislage, was die Transporte angeht, gehabt. Aktion Reinhard, Aktion Ungarn. Die Deutschen hatten das minutiös dokumentiert und jeden Abend ins Auswärtige Amt per Fernschreiben geschickt, wie viele Leute sie dort abgegriffen und deportiert haben und dann nach Auschwitz gebracht haben. Und auch in Auschwitz selbst sind die ankommenden Züge gut dokumentiert gewesen. Das war das eine. Das zweite war natürlich genau das gleiche Problem wie in Sobibor. Wir wussten nicht, ob die einzelnen Wachleute dann bei bestimmten Transporten anwesend waren. Die Lage war im Prinzip noch problematischer als in Sobibor, weil Auschwitz II-Birkenau, so schrecklich sich das auch anhört, kein reines Vernichtungslager war, sondern eben auch Arbeitslager. Und wir immer wieder mit den Einlassungen konfrontiert gewesen sind, ja, wir sind in Auschwitz gewesen, aber das war ein reines Vernichtungslager, da sind Menschen in der Gaskammer umgekriegt, habe ich gar nicht mitbekommen. So beschuldigte er dieses Vorwurfes. Diese Differenzierung zwischen Vernichtungslager und Arbeitslager, die haben wir in einer gewissen Weise trickhaft ausgehebelt. Uns waren nämlich die Kommandaturbefehle von Auschwitz II-Birkenau in die Hände gefallen und da drin stand, dass jeder Wachmann einmal in der Woche Dienst an der Rampe zu verrichten hat. Und die Profis unter Ihnen ahnen, worauf es hinausläuft. Ebenfalls wieder ein Fall, ein Vorgehen aus der Rechtsfigur der Wahlfeststellung. Wir haben einfach uns Woche für Woche angeguckt, jeden Tag, und haben pro Woche den Tag genommen, an dem es die wenigsten Opfer gegeben hat. Und den Tag gegenüber dem betreffenden Wachmann, SS-Wachmann, dann angeklagt. In dubio pro reo. Dann hat es zwei Aspekte gegeben, die man auch nicht verschweigen darf. Wir hatten noch zwei Trumpfe auf unserer Seite. Die immer wiederkehrende Problematik im Rahmen der Vorsätzlichkeit, die haben wir ausgeschaltet, und zwar dadurch, dass in einem Pilotverfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Staatsanwälte und eine Mordbereitschaft nach Auschwitz geflogen sind und in ihrem Gepäck einen sogenannten Tatortscanner dabei hatten. Und mit Hilfe dieses Tatortscanners und den Bauplänen hat man das Konzentrationslager virtuell wieder errichtet. Diese DVD haben wir sehr stark gehütet, sehr stark darauf aufgepasst. Es musste unter allen Umständen vermieden werden, dass ein derartiges Exemplar außer Kontrolle gerät. Man kann sich vorstellen, was böse Menschen mit so etwas machen. Aber man konnte sich in dieser Animation an jede Stelle des Konzentrationslagers begeben. Und wenn man sich das anguckt, ist allen Beteiligten, allen Zuschauern klar, dass man in diesem Lager keine 24 Stunden sein konnte, ohne genau zu wissen, was sich dort abgespielt hat. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache im Vorsatz relevant war, dass nun doch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes geholfen hat. Und zwar war das die Montasadek-Entscheidung des BGH nach einer OLG-Entscheidung aus Hamburg. Montasadek, ein Unterstützer der Twin Tower-Terroristen, der irgendwie, ich glaube, den Nachlass von einem der Terroristen versprochen hat zu regeln, nachdem diese Verbrechen da begangen worden sind in Manhattan. Und
In diesem Urteil hat der Bundesgerichtshof gesagt, dass es nicht erforderlich ist, dass der Gehilfe über die genaue Unrechtsdimension der Haupttat Bescheid weiß. Er hat es für unbeachtlich erklärt, insbesondere für unbeachtlich erklärt, dass der Gehilfe die quantitative Dimension der Haupttat unterschätzt. Was der BGH damit sagen wollte, ist, er braucht nicht zu wissen, wie viel Opfer es bei so einer Haupttat dann gibt. Und mit diesen Aspekten, mit dieser Ausrüstung hatten wir gedacht, Anklage erheben zu können in diesen Fällen. Es ist auch teilweise gemacht worden. Letztlich hat sich diese Betrachtung, die dort in Ludwigsburg und München entwickelt worden ist, von den Staatsanwälten und Polizeibeamten, schon in diesem Network nicht durchgesetzt, sondern letztlich, so aussichtsreich diese Argumentation auch war, haben wir uns überlegt, trifft diese Sache eigentlich den Kern des Vorwurfes und haben das verneint und sind im Prinzip zurückgegangen zu der Betrachtung, der damaligen Frankfurter Betrachtung von Fritz Bauer, dass wir es mit der staatlichen Anordnung eines Genozids zu tun haben. Und das müsse in irgendeiner Weise in dieser Strafverfolgung auch auskommen. Wir sind dann umgestiegen und sind von verschiedenen einzelnen Straftaten des Mordes zu jeweils einer Straftat des Mordes zurückgegangen. Herr Haneck ist wegen einer Straftat des Mordes in 170.000 Fällen in Auschwitz-II-Birkenau verurteilt worden. Im Übrigen eine Betrachtungsweise, die der Bundesgerichtshof dann durchgewunken hat, ich sage das mal so, durchgewunken, denn in den Nebenentscheidungen war ganz deutlich, dass er nach wie vor extreme Vorbehalte gegen diese Betrachtung hat. Das ist dann die Korrektur gewesen, die ermöglicht worden ist. Wir sind von verschiedenen einzelnen Straftaten des Mordes zu jeweils einer Straftat des Mordes zurückgegangen. Herr Haneck ist wegen einer Straftat des Mordes in 170.000 Fällen in Auschwitz-II-Birkenau verurteilt worden. Im Übrigen eine Betrachtungsweise, die der Bundesgerichtshof dann durchgewunken hat, ich sage das mal so, durchgewunken, denn in den Nebenentscheidungen war ganz deutlich, dass er nach wie vor extreme Vorbehalte gegen diese Betrachtung hat. Das ist dann die Korrektur gewesen, die ermöglicht worden ist durch eine kritische Reflexion dessen, was Vernichtungslager einerseits und Arbeitslager andererseits ist. Wir haben letztlich diese Unterscheidung eingeebnet. Und haben gesagt, die Zwangsarbeit ist im Prinzip nichts anderes als eine grausame Tötung, eine besondere Art der grausamen Tötung, Stichwort Vernichtung durch Arbeit. Und in dem Moment, wo dieser Unterschied, Gaskammermorde, also direkte Tötungsarten durch Gaskammer, durch Genickschussanlage, durch Abspritzen und so weiter, wo das nicht mehr im zentralen Mittelpunkt steht, sondern die Zwangsarbeit selbst ebenfalls Mord ist, in diesem Moment braucht man die Unterscheidung nicht mehr zwischen Vernichtungslager und Arbeitslager, und man kann das betreffende Konzentrationslager als Mordmaschinerie begreifen. Und die Zurechnungsbeschränkung, um nicht wieder in die große Problematik des Genozids zu kommen, die wird dann geografisch insofern erledigt, als man sagt, wir nehmen nur die Morde in dem Konzentrationslager, in dem der Wachmann seinen Dienst verrichtet hat, und zeitlich reduziert eben auf die Zeit, in der er Wachmann in dem Konzentrationslager war. So ist es dann auch in den bisher Angeklagten, stocke ein bisschen, es sind ja mittlerweile 3 Stutthof-Anklagen im Raum, eine Dortmunder Anklage mit 2 Angeklagten, mit 2 Beschuldigten, beide eingestellt, eine vom Schwurgericht in Münster, eine in Wuppertal, dann die Hamburger Anklage,
die mit einer Verurteilung im letzten Juli geendet hat und eine weitere Anklage jetzt, die vorhin schon erwähnte, aus Itzehoe mit einer Sonderproblematik. Jedenfalls in der Stuttgarter und in der Hamburger Anklage haben wir den Grundgedanken dann noch einmal pointiert, weil wir gar nicht so sehr auf die Zwangsarbeit abgestellt haben. Das war nur das Resultat dessen, was dann passierte, oder das war die Voraussetzung dessen, was dann passierte. Und dann passierte im Herbst 1944 und im Frühjahr 1945, jedenfalls in Stuttorf, eine ganz verheerende Fleckfieberepidemie, in denen die ausgezehrten und ausgemergelten Menschen in die Todesblocks 29 und 30 gebracht worden sind und dort ohne jede Versorgung, ohne Wasser, ohne Nahrungsmittel, ohne medizinische Versorgung, ohne menschlichen Beistand, ohne alles einfach sterben gelassen wurden. Und das dauerte natürlich jeweils nur Stunden, höchstens ein, zwei, maximal drei Tage. Nach unserer Auffassung grausamer Mord, also Mord mit dem Mordmerkmal der Grausamkeit, kurz zusammengefasst in der Herbeiführung und der Aufrechterhaltung lebensfeindlicher Bedingungen. So für 5000 Fälle Beihilfe zum Mord im Fall Stutthof Hamburg angeklagt. So ist es im Übrigen auch zur Verurteilung gekommen. Und dass es in Hamburg in diese Richtung ging, das war auch unserem Angeklagten geschuldet, der anders als die beiden Angeklagten in Dortmund, was die äußeren Umstände ein volles Geständnis abgelegt hat. Er hat nicht nur erklärt, dass er auf dem Wachturm gestanden hat, bewaffnet, gesehen hat, wie die Menschen in die Gaskammern getrieben worden sind, wie oben etwas eingefüllt worden ist. Er hat Schreie gehört aus der Gaskammer, er hat an den Türen gerüttelt gehört. Aber nicht nur das, er hat eben über die Tage, Wochen und Monate auch gesehen, wie jeden Tag Dutzende von ausgemergelten Menschen aus den Todesblocks rausgeholt worden sind ins Krematorium oder auf die Scheiterhaufen gebracht worden sind, wo die Leichname dann verbrannt worden sind. Das hat er gesehen, und das, was er gesehen hat, der Zustand der Menschen, der war nicht erklärbar durch Fleckfieber. Fleckfieber, wie uns der Gutachter erzählt hat, eine Krankheit, eine Erkrankung, die im Normalfall von uns jeder überlebt, nicht? Und zwar ganz locker überlebt, sondern erst dann tödlich werdend, wenn man als Mensch in einem Zustand kompletter Entbehrung ist, was wiederum deutlich macht, dass es sich hier nicht um einfache Zwangsarbeit gehandelt hat, sondern dass es sich um nichts anderes als eine bestimmte Art des Mordens gehandelt hat. Nun muss jeder von Ihnen, von uns wissen, wie er das beurteilt, was da in Hamburg rausgekommen ist. Nicht? Ich hatte wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen, glaube ich, 200 Fälle Gaskammer, 30 Fälle Genickschussanlage und 5000 Fälle die eben beschriebene grausame Tötungsart, eine Jugendstrafe von 3 Jahren beantragt. Rausgekommen ist eine Jugendstrafe von 2 Jahren. Der Verurteilte hat keine Revision eingelegt. Die Staatsanwaltschaft hielt eine Revision auf der Strafmaß beschränkt für aussichtslos. Wir haben es mit einem 94-jährigen, 95-jährigen Menschen zu tun, der gestanden hat, der zum Tatzeitpunkt, also 75 Jahre davor, 17 bzw. 18 Jahre alt war, der sich nicht freiwillig gemeldet hatte, sondern der zwangsrekurriert worden ist, der kein glühender Verehrer der Nazis war, sondern der wie sein Elternhaus aus dem politisch gesehen aus der Zentrumspartei katholisch orientiert gekommen ist, der im Prinzip dort oben auf dem Wachturm gestanden hat und gesagt hat, Gott, lass das schnell vorbeigehen, was hier passiert. Der allerdings umgekehrt auch keine persönliche Verantwortung bei sich gesehen hat, aber der deutlich nicht in der Situation eines Befehlsnotständigen war. Wie gesagt, Sie müssen für sich beurteilen, wie Sie das einschätzen. Ich könnte nun über meine Tätigkeit noch zahlreiche Dinge erzählen,
wie ich in diesem Stutthof-Prozess auf Frau Klaasfeld gestoßen ist, die irgendwann in den 60er Jahren unserem damaligen Bundeskanzler ja eine Ohrfeige verpasst hat und dafür am selben Tag noch zu einer Bewährungsstrafe verurteilt ist, heute Trägerin des Bundesverdienstkreuzes ist. Oder wie ich im Frühjahr 2019, im März 2019, eine amerikanische Staatsbürgerin im deutschen Generalkonsulat in Manhattan als Zeugin vernommen habe, in der Hoffnung, sie könnte mir was über einen Todesmarsch sagen. Das war dann aber so, dass nicht ich sie vernommen hatte, sondern sie hat mich vernommen. Also es war eine sehr resolute Frau, die sagte, ich werde alle Ihre Fragen beantworten, aber zunächst hätte ich mal eine Frage an Sie. Wie kommt es eigentlich, dass Sie 75 Jahre gebraucht haben, um an meine Tür zu klopfen? Danach erzählte mir sie dann, wie sie in Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt hat und in Bergen-Belsen Anne Frank kennengelernt hat. Das war beeindruckend. In der Sache hat es uns nicht weitergebracht, aber es war sehr beeindruckend. Und um jetzt, ja, ich bin beinahe so weit, beinahe, noch nicht ganz. Ich hätte die Frage eigentlich gern von Ihnen beantwortet wissen, wie Ich würde die Frage eigentlich noch ganz gerne beantwortet wissen, die Sie von der älteren Dame gestellt bekommen haben. Warum haben Sie 25 Jahre gebraucht, um an Ihre 75. Tür zu, Entschuldigung, 75 Jahre gebraucht, um an Ihre Tür zu klopfen? Wie ich das beantwortet habe? Wenn Sie es uns allen ein bisschen auch mit der BGH entsprechend beantworten. Ich habe völlig offen erzählt, worunter die Strafverfolgung hier gelitten hat und dass wir heute mit Scham auch vor einer Situation stehen, die Ralf Giordano, ein Hamburger Journalist, einmal als die zweite Schuld bezeichnet hat. Ich bin persönlich nicht dafür verantwortlich, dass niemand gekommen ist und ich konnte dieser Frau nur sagen, jetzt bin ich bereit, bitte sprechen Sie mit mir. So ähnlich hat sich das abgespielt und so hat sie es auch verstanden. Ein letzter Aspekt mit Überleitung zu dem Thema, zu dem Gespräch, was dann kommt. Unser Mann, Bruno Dai, der Hamburger Angeklagte, hat ein Geständnis abgelegt. Im Herbst 2016 anlässlich der Durchsuchung bei ihm gegenüber der Polizei. Und dann im Sommer, Herbst 2018, zwischenzeitlich waren Krebs erkrankt, mir gegenüber. Wir haben 7 staatsanwaltschaftliche Vernehmungen durchgeführt. Er hat praktisch in Beisein eines Anwaltes, in Beisein seiner Frau, seiner Tochter, komplett erzählt, was er erlebt hat. Ich möchte Ihnen jetzt kurz aus einer Vernehmung von Bruno Dai vorlesen und das mit der Frage verbinden, was glauben Sie eigentlich, wie der Bundesgerichtshof entschieden hätte, wenn er das in einer Anklage oder in einem Urteil gelesen hätte? Passen Sie auf, ich lese es Ihnen vor, auszugsweise, nicht alles. Wenn wir Wachdienst zu versehen hatten, dann handelte es sich um Turmposten. Man konnte jedoch von den Türmen aus gut das Lager einsehen. Ein Turm befand sich zwischen dem Häftlingskrankenrevier und dem Krematorium und der Gaskammer. Auch auf diesem Turm habe ich im Wechsel mit anderen Türmen Postendienst versehen müssen. Von dort aus konnte ich sehen, dass Leichen von den Verbrennungsöfen lagen. Einmal war ich auch Zeuge, wie man eine Gruppe von Häftlingen in die Gaskammer geführt hat. Hinsichtlich der Häftlinge in der Gaskammer kann ich noch Folgendes sagen. Kurz nachdem die Häftlinge darin waren, vernahm man dumpfes Schreien und Schlagen gegen die Eingangstür, was man sogar noch auf weitere Entfernung wahrnehmen konnte. Der Lärm aus der Gaskammer dauerte meiner Erinnerung nach nur wenige Minuten, sicher keine 10 Minuten. Vom Hörensagen weiß ich auch, dass auch Häftlinge in Eisenbahnwaggons vergast worden sind. Wie erzählt wurde, sollen die Waggons hin und her gefahren worden sein, bis man sie wohl am Krematorium abgestellt hat. Das Gas soll man vom Dach des Wagens aus eingefüllt haben. Was meinen Sie, was der Bundesgerichtshof dazu gesagt hätte, wenn er sowas gelesen hätte in einer Verurteilung?
vor dem Hintergrund seiner Rechtserwägung Nachweis einer konkreten Tat ist erforderlich? Anna, schnell, ist eine einfache Frage. Wie bitte? Warum? Der steht bewaffnet auf dem Turm mit einer Kanone in der Hand und sieht, wie die Leute in die Gaskammer getrieben werden, wie oben Zyklon B eingefüllt werden und wie sie schreien. Das ist nicht konkret. Gleich. Das ist sehr konkret. Und nach meiner Überzeugung hätte der Bundesgerichtshof ohne weiteres verurteilt. Der Skandal an der Geschichte ist nicht der Inhalt dieser Aussage. Der Skandal in der Geschichte ist die Datierung dieser Aussage. Es handelt sich um eine Zeugenaussage, die überschrieben ist mit Hamburg, den 24. November 1982. Es ist nicht die Aussage von Bruno Dahl mir gegenüber gewesen. Das hat dieser Mann 1962 bereits in einer Zeugenaussage gesagt. Ist nach 55 belehrt worden, also hätte er schweigen können, dass es ihm hätte sich nicht selber belasten müssen, aber die Vernehmung ist nicht unterbrochen worden. Ja, und hätte aber unterbrochen werden müssen, weil er Beschuldigter dann gewesen wäre, nach dem, was er hier eigentlich gesagt hätte. Ich finde das mehr als erstaunlich. Ich finde das geradezu skandalös, dass diese Zeugenvernehmung praktisch keine Konsequenzen hatte. Wir kannten die gar nicht, als er dann hier in Hamburg, als gegen ihn verhandelt worden ist. Und wir haben sie erst gefunden, nachdem er insistierend gesagt hat, dass es sie gibt und wir wirklich auf die Suche gegangen sind. Aber keine Konsequenz, keine Anklage, nicht mal eine Erwähnung hat das in der Abschlussverfügung der zuständigen Staatsanwaltschaft gefunden. Das war übrigens nicht die Staatsanwaltschaft Hamburg. So, jetzt aber. Dankeschön. Wir müssen immer das Mikro dazu nehmen. Ja. Sonst hört man uns nicht. Eine konkrete Tat, haben Sie gerade eben vorgelesen, hat der Zeuge ausgesagt und wurde als Zeuge nur vernommen. Heutzutage würde man sagen, abbrechen, als Beschuldigten belehren und die entsprechenden Ermittlungen einleiten. Richtig? Ja. Damals wurde es nicht gemacht, 1982. Dann kann man nicht sagen, das war kurz nach dem Krieg, sondern ist noch nicht so lange her. Wie können Sie sich das erklären? Sie waren damals schon Staatsanwalt, dass da nicht in irgendeiner Art und Weise die Strafverfolgungsbehörden weiter ermittelt haben. Ich glaube nicht, dass das Bösartigkeit war. Ich glaube, dass die Staatsanwälte, die am Werkeln waren, müssen das Mikro gleich dass die Werte weg, weiter ran. Anmachen, sagt er. Ist es dann. Also ich glaube, dass die Staatsanwälte damals die Haupttäter im Fokus hatten. Sie hatten überhaupt nicht an diese letzten Rädchen im Glied gedacht, sondern haben versucht, deren Hinweise zu benutzen, um die Haupttäter, die in diesem Fall in Stutthof die Genickschussanlage betätigt haben, zur Verantwortung zu ziehen. Aber dessen ungeachtet kann ich mir es nicht weiter erklären. Es ist eine grandiose Fehlleistung. Ich glaube, von einem Staatsanwalt kann man verlangen, dass er sich auch in solchen komplexen Ermittlungen einen Zettel zur Seite legt und darauf schreibt, was er noch zu tun hat, bevor er das Ding in das Staatsarchiv von NRW nach Duisburg schickt. Es gibt den Vorwurf der Halbherzigkeit bei der Strafverfolgung von nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Man spricht sogar vom Versagen. Würden Sie sagen, ja, das habe ich für mich auch so erkannt und wenn ja, wann? Ich meine, Sie haben sich ja sehr eingehend mit der BGH-Rechtsprechung auseinandergesetzt und haben auch selbst erlebt, wie immer wieder Anklagen an der Rechtsprechung des BGHs gescheitert sind. Die Problematik ist so derartig vielschichtig, dass man das nicht mit einem Satz beantworten kann. Es war teilweise ein Ressourcenproblem, das ist klar. Es war teilweise auch regelrechte Rechtsbeugung und Strafvereitelung. Das ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Die Gründe, warum hier viel zu spät
letztlich, was passiert ist, die sind eben nicht ohne weiteres mit einem Satz zu beantworten. Ich kann das einfach nicht und das ist, glaube ich, auch nicht möglich. Aber jenseits dessen ist es natürlich so, dass es Tendenzen gibt. Es gibt viele, viele kleine Geschichten, die man erzählen kann. Das eingangs von mir erwähnte verjähren lassen, das ist ein Skandal der ganz besonderen Art zu verantworten von einem Unterabteilungsleiter des Bundesministeriums der Justiz, Dreher, der vormals einer der Hauptkommentatoren in dem Standard-STGB-Kommentar war, der jetzt von Thomas Fischer kommentiert wird. Vormals bis 3 Tage vom Krieg NS-Staatsanwalt in Wien. Nicht? Und der im Untersuchungsausschuss den Leuten weismachen wollte, dass er die Implikationen, die zu dieser Verjährung geführt haben, nicht beherrscht, nicht gesehen hat, nicht überblickt hat. Das kann er seiner Großmutter erzählen, aber nicht mir. Jetzt möchte ich ganz gerne noch Herrn Dr. Gudolf Schüttke wieder bei uns begrüßen, sozusagen in der Runde und ebenfalls ja zu Wort kommen lassen. Ich bin Jahrgang 1971. Und ich habe mir noch mal so überlegt, was war eigentlich so um die Zeit herum, als du geboren worden bist. Und ich, als Juristin ist mir eingefallen, es gab die große Strafrechtsreform, die 68er Revolution. Dann gab es die sozialliberale Koalition. Man könnte also sagen, immer wieder viel bejubelt und erwähnt. Frischer Wind in der Bundesrepublik. Hat der frische Wind eigentlich auch die Justiz erfasst? Sie sind doch damals in den Staatsdienst eingetreten. Ich muss mal ein bisschen weiter ausholen. Als ich Anfang 60 begann zu studieren, in Kiel, später in Berlin, haben wir Juristen, damals gab es fast keine Damen, von Auschwitz nichts gehört. Da waren die Schriften von Lahrens, Mauns in der Kieler Fakultät im Giftschrank. Auch von den Auschwitz-Prozessen haben Sie nichts mitbekommen? Es war in der Publikation in Schleswig-Holstein nichts davon zu hören. Und die meisten meiner Kommilitonen, ich bin Jahrgang 42, kamen in Harris-Tweedjackets in die Fakultät, haben technokratisch schnell ihr Examen machen wollen und waren, soweit ich sie kenne, nicht bereit, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das hat mein ganzes Juristenleben perpetuiert. Und erst als ich junger Richter war, hat mich ein alter Rechtspfleger, der nachweislich Gegner der Nationalsozialisten war, mir mal gesagt, welchen alten Leute hier denn säßen. Da waren sie schon pensioniert, aber ich habe noch einige kennengelernt. Und ich habe dann anhand der Personalien festgestellt, wer denn das war. Denn ich hatte die Chance, als erster in Schleswig-Holstein Personalakten einzusehen, das war 1989, und 2000 Personalakten von Bundesrichtern. Wie kam es dazu? Warum wollten Sie Personalakten einsehen? Ist ja nicht üblich als Richter am Landgericht Zivilkammer. Ja, das muss ich sagen. Als ich das hörte, ich hatte Ausbilder, von denen ich nachher aus der Personalakte erfuhr, welches blutige Handwerk Sie als Staatsanwalt am Sondergericht Kiel ausgeübt haben. Da fiel ich menschlich vom Glauben ab. Und das hat sich perpetuiert. Ich hatte dann natürlich auch Helfer. Ich hatte Helfer in Björn Engholm und so weiter, in dem Justizminister Klaus Klingner und später in dem amtierenden BGH-Präsidenten Professor Hirsch. Und ich kann Ihnen so viel Einzelheiten schreiben. Als wir 1990 ein Mahnmal für die Justizopfer des Dritten Reiches vor dem OLG errichten wollten, gab es eine sogenannte Mahnmalgruppe. Die wenigsten waren aus der Richterschaft des OLG dabei. Und als das Mahnmal sich konkretisiert ist, kostet ja auch Geld, gab es aus einem Protestbrief von der überwiegenden Anzahl der Richter und Richterinnen, und einen Satz habe ich im Kopf, dieses Mahnmal sei an dieser Stelle unerträglich. Und ich bin der Auffassung, viel prononzierter zu sagen, auch die Revision im Auschwitz-Prozess wurde geführt von dem Senatspräsidenten Baldus.
Das waren keine wilden Nazis. Das waren Spießer, bürgerlich, die noch nicht mal in der Partei sein mussten. In der Partei brauchte man erst zu sein 1942 für ein Beförderungsamt. Und der erste Präsident des BGH, Weinkauf, wurde 37 von Hitler zum Reichsgerichtsrat ernannt und war im Blutschutzgesetz Rechtsprechung aktiv. Aber entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, es ist leider, wir müssen irgendwie versuchen, die Thematik so ein bisschen auch mehr in die 60er, 70er, 80er Jahre zu bringen, weil das vor allen Dingen ja mit die Ursache ist, wie wir gerade gehört haben, dass erst jetzt sehr alten Menschen angeklagt werden, weil in den Jahrzehnten zuvor keine Anklage oder keine Verurteilung stattgefunden hat. Also nochmal meine Frage, wo war denn der frische Wind der 68er, der großen Strafrechtsreform? Kam es nicht in die Köpfe und nicht in die Herzen? Wie ich es erlebt habe, das ist ja, sonst wäre es ja anders passiert. Es hat sich das Bewusstsein herzlich perpetuiert, weil als Student weder Rechtsgeschichte unterrichtet wurde, Gesellschaftspolitik, das fehlte doch alles. Es waren Männer und Frauen wie wir und die hatten kein Interesse und die Einlassung war, es ist schon so lange her, was soll's. Es bringt es nichts. Die Angeklagten sind zu alt. Man hat nicht an die Opfer gedacht. Und als wir da sitzt der ehemalige Präsident, mein Freund Hans-Ernst Böttcher von Lübeck, der war in der Mahnmalgruppe und wir haben uns immer gefragt, hat sich das Bewusstsein in die Köpfe der 60er, 70er, 80er Jahre perpetuiert. Und es muss ja so gewesen sein, sonst wäre es doch anders gelaufen. Ich kann es ja nicht konkret beweisen. Und ich habe Mahnke vor dieser Podiumsdiskussion gesagt, wenn es Mahnke nicht gegeben wäre. Er hat aus Ludwigsburg die Vorermittlungsakten in sein Dienstzimmer geschaufelt bekommen. Ist das richtig, Herr Mahnke? Da trat er morgens nach dem Urlaub an und sah sein Dienstzimmer unbetretbar. Ist das richtig? Wollen wir ihm mal erzählen lassen. Ja, und wissen Sie was, Herr Mahnke? Das habe ich Sie ja schon gefragt. Und wenn Sie nichts getan hätten, was wäre Ihnen passiert? Nichts. Und diese Aussage, die Sie zuletzt zitiert haben, da mache ich Schluss, die nicht zur Anklage, dieses Geständnis, es war Strafvereitelung im Amt und so weiter. Da sehen Sie, das hat sich doch noch perpetuiert. Es gab so wenig Aktive, ohne dass, ich habe mal einen Aufsatz geschrieben, Justiz in der Demokratie oder demokratische Justiz. Und ich meine, eine demokratische Justiz, es tut mir leid. Ich habe meine Zweifel, ob wir die heute schon haben. Wollen Sie vielleicht dazu kurz noch die Geschichte erzählen, in eigenen Worten? Ja, das war noch eine ganz andere Geschichte. Das war nicht dieser Fall, um den es hier ging, sondern das war ein ganz schweres Kriegsverbrechen, das Sie nachschlagen könnten, wenn Sie wollten, im Internet unter dem Stichwort Schrank der Schande, das in Hamburg seinen Schlusspunkt gefunden hat, ebenfalls nach 70 Jahren und ebenfalls, oder in diesem Fall mit einer Verfahrenseinstellung. Wir haben es nicht mehr rechtzeitig hingekriegt. Der Angeklagte war an Alzheimer erkrankt und zwar irreversibel. Da kam ich aus dem Urlaub und das Zimmer war bis oben unter die Decke praktisch voll mit Akten, die verschiedenste Staatsanwaltschaften, Strafverfolgungsbehörden, Militärbehörden über die Jahrzehnte zusammengetragen hatten. Und es war das Dokument eines einzigen Versagens praktisch, das nur deshalb noch einmal in Hamburg einen Schlusspunkt gefunden hat, weil die Rechtsanwältin Frau Heinecke, eine Hamburger Rechtsanwältin, für einen der Hinterbliebenen, der bei diesem Massaker in der Toskana 26 Familienangehörige verloren hat, ins Klageerzwingungsverfahren gegangen ist und das OLG Karlsruhe für den letzten lebenden Beschuldigten den hinreichenden Tatverdacht des Mordes in 350 Fällen angenommen hat, gleichzeitig aber erklärt hat, die Staatsanwaltschaft Stuttgart sei nicht mehr zuständig, weil der letzte Lebende eben in Hamburg wohnt. Und dann bin ich zuständig geworden. Es ist tatsächlich so. Nein, das nur nochmal, für mich drängt sich immer wieder die Frage auf, wenn sowas heutzutage passieren würde, in irgendeinem vergleichbaren Fall, kann man ja gar nicht mehr sagen, angesichts dieser Vielzahl von Opfern, da würde doch kein Staatsanwalt, ohne nicht irgendwie ein disziplinarisches Verfahren befürchten zu müssen,
in der Art und Weise die Akten rumschieben lassen können. Da würden doch in Justizministerien die Leute sagen, so geht das nicht, oder der Generalbundesstaatsanwalt. Und mir wäre es doch noch mal ganz wichtig, dass Sie ganz konkret aus Ihrer eigenen Erfahrung sagen, was war's? Hatten die Staatsanwälte nicht den Mut anzuklagen, weil sie wussten, der BGH würde es sowieso letztendlich wieder scheitern lassen? Oder waren die Richter nicht mutig genug? In dem eben beschriebenen Fall haben die amerikanischen Strafverfolger, dass die Tat 3 Tage nach Begehung ermittelt gehabt, sehr gut dokumentiert und dann nach dem Krieg die Ermittlungsakten an die italienischen Strafverfolgungsbehörden übergeben, die italienischen Kollaborateure zur Verantwortung gezogen hat, aber nicht die deutschen Haupttäter, nicht die SS-Leute. Und es gibt eine Verfügung des Generalstaatsanwaltes in Rom, der Weglegen verfügt hat 1960. Es ist dann in einen Stahlschrank getan worden, der ist zugeschweißt worden und umgedreht gegen die Wand geschossen. Und irgendwann in den 80er oder 90er Jahren auf der Suche nach irgendwelchen Akten wiedergefunden worden. Stichwort Schrank der Schande. So haben die Italiener dann selbst diesen Umstand bezeichnet. Frau Römer. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Es ist nicht zu erklären. Frau Römer will das immer wissen. Man kann ihr nur Indizien an die Hand geben. 30 Jahre bin ich Referent auf der Deutschen Richterakademie. Bitte, das richtig zu verstehen. Und da bringe ich natürlich auch Neuigkeiten. Auch Neuigkeiten zum Beispiel, als der Bundesgerichtshof im 5. Strafsenat ein Urteil fällte, was ehemalige DDR-Richter anging. Und dieselben wegen Rechtsbeugung verurteilte, jetzt keine juristische Vorlesung, in diesem Urteil hat der BGH zum ersten Mal klar von der NS-Justiz als Blutjustiz und so weiter gesprochen. Darauf will ich nicht hinaus. 1995. Dieses Urteil frage ich jedes Mal ab, seit 1995, ob dasselbe bei den Richterinnen und Richtern der 35 oder 40 Leute in der Deutschen Richterakademie bekannt ist. 1, 2 wissen es, obwohl dieses Urteil in der Zeit und so weiter publiziert ist. Ich kann Ihnen diese Beispiele nur. Das mangelnde Wissen, so vermute ich, lähmt auch, macht träge und sagt, was soll es? Sonst wäre es ja, würden es ja, Mahnke erzählte mir vorhin, jetzt würden sich die Richterinnen, die Staatsanwältinnen, die Ermittlungsbehörden und Staatsanwälte freier fühlen. Das hätten sie auch früher tun können. Das haben sie nicht. Meine Generation hat es nicht getan. Und wir sind ja pensioniert worden erst in den über 2005 und so weiter. Sie haben mehrfach gefragt, ob Sie die Personalakten der ersten Richter Innen, glaube ich, gab es nicht, des Bundesgerichtshofes einsehen durften. Nach Ablauf der entsprechenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen war es Ihnen gestattet und Dr. Hirsch, der damalige Präsident, hat dann auch Ihnen die Akten zur Verfügung gestellt. Sie haben dieses Buch geschrieben. Hat eigentlich der BGH von sich aus sich heraus in den letzten Jahren in der heutigen Zeit sich mit seiner eigenen Geschichte über dieses Buch hinaus mal beschäftigt? Ich wüsste nicht, wenn Sie die Deutsche Richterzeitung aufschlagen, da steht dergleichen nicht drin. Rolf Lamprecht, der akkreditierte Journalist am BGH, bekannt bei einigen Insidern, hat mein Buch unter der Süddeutschen rezensiert. Mein Verlag sagt, bei den Juristen brauchen wir keine Reklame zu machen, dort verkauft sich das so schlecht. Wer es gekauft hat, waren Historiker und dergleichen mehr. Ich will nur eins sagen, hätte ich Professor Hirsch als Fürsprecher, den ich vorher gar nicht kannte, warum wir uns nachher kennenlernten, spielt keine Rolle. Ich habe die Sondergenehmigung gehabt, auch vor Ablauf von Sperrfristen alles einzusehen. Da kam kein Protest. Aber ich möchte jetzt mal zum BGH mit Ihnen gehen, wie dort meinetwegen der erste Präsident Hermann Weinkauf dort in der Ahnengalerie ohne Kommentar steht. Das muss, oder die Senatsvorsitzenden, die überwiegend in den Nachkriegsjahren belastet sind, kein Kommentar. Das hält man nicht für notwendig. Das ist ja erschreckend. Und dass das jetzt so weit gekommen ist, das liegt an den jungen Leuten, jungen Mutigen, wenigen Jungen. Sonst wäre ja die Anklage in diesem Geständnis gekommen und nicht mit
Herr Marques entschuldbare Einlassung lasse ich ja nicht gelten, dass es ihr menschlich wohltut. Aber der Junge war zu faul, na, Herr Staatsanwalt. Herr Manke, Sie haben vorhin so en passant gesagt, Sie seien nicht unbedingt davon ausgegangen, dass Sie, also die Gemeinschaft der Staatsanwälte, es schaffen würden, den BGH in die Knie zu zwingen. Ist ja schon eine etwas interessante Formulierung, finden Sie nicht? Würden Sie das in anderen Bereichen, im anderen Rechtsgebiet, in anderen Bereichen auch so formulieren oder gilt das nur dafür? Also es ist natürlich heutzutage eine naive Vorstellung zu glauben, dass Recht sich nur nach den funktionalen Kategorien Recht und Gerechtigkeit richtet, sondern es ist auch immer eine Frage des Verkaufens. Und unter diesem Druck steht auch der Bundesgerichtshof. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bundesgerichtshof die Hanik-Entscheidung, Mord in 300.000 Fällen nach monatelanger Hauptverhandlung, tatsächlich hätte aufheben können, ohne dass er nicht in der Öffentlichkeit dafür zerrissen worden wäre. Und insofern gibt es natürlich auch in diese Richtung Druck. Man kann Druck aufbauen. Das ist, denke ich, auch völlig legitim, so einen Druck aufzubauen. Schließlich hat die Seite des Unrechtsstaates ja auch über Jahre und Jahrzehnte den Druck in die andere Richtung aufgebaut. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann würden Sie schon sagen, dass im Grunde genommen der BGH über gewisse Jahrzehnte hinweg durch seine Rechtsprechung, die Sie uns ja geschildert haben, verkauft hat, das, was man ein Stück weit von ihm erwartet hat? Also das war nicht im eigentlichen Sinn eine Schuldzuweisung. Ich habe es versucht zu beschreiben. Es ist sicherlich eine vertretbare Auffassung gewesen, einen konkreten Tatnachweis zu fordern. Die Dimension dessen, was Genozid ist, ist eben so unvorstellbar, so groß, dass es schwierig ist, auch zu erfassen. Ich persönlich glaube, dass es falsch gewesen ist, was der Bundesgerichtshof gemacht hat, und dass er der Dimension dieses Verbrechens nicht gerecht geworden ist. Und ich kann auch keine verfassungsrechtlichen oder übergeordneten Grundsätze erkennen, die dem im Wege gestanden haben. In diesem großen Mord des Genozids sind auch die kleinen Morde alle enthalten. Wieso denn nicht eben auch die große Verurteilung? Ich kann das nicht nachvollziehen. Bloß, Herr Mahnke, im Auschwitz-Verfahren der Vorsitzende war stark belastet, wie es später herausgekommen ist. In der Revisionserscheidung der Senatspräsident Baldus. Ganz kurz, die Auschwitz-Prozesse, Sie meinen jetzt die in den 60er Jahren. Alles stark belastet. Die haben Rechtsprechung in eigener Sache geführt. Hier in Hamburg müsste man noch den obersten Gerichtshof für die britische Zone kennen, der zuständig war für die Länder, für die Briten als Siegermacht zuständig war. Und die haben ein Gesetz angewandt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was in Nürnberg ja auch aktuell war. Sie glauben gar nicht, wie die etablierten Juristen, die ja schon eingestellt waren, der Bundesgerichtshof wurde Oktober 50 gegründet, wie die gegen diese Rechtsprechung gewettert haben. Wenn das Gesetz weiter Gültigkeit gehabt hätten, wären alle Richter, die an Sondergerichten und so weiter tätig gewesen wären, wegen dieses Gesetzes hätten verurteilt werden müssen. Und Sie glauben gar nicht, Herr Mahnke hat es angesprochen, Fritz Bauer, eine leuchtende Figur, der Generalstaatsanwalt in Frankfurt, wie der bekämpft wurde in der deutschen Richterzeit von den Zeitungen, von den etablierten Richtern damals. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, das müsste man mal lesen. Ich persönlich habe nach wie vor Schwierigkeiten, es zu verstehen, ich würde eher sagen, ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, dass es keinerlei Regungen in der Justiz gibt, sich doch eingehender mit der BGH-Rechtsprechung auseinanderzusetzen und auch unter rechtshistorischer Betrachtung sich die Frage zu stellen, warum und wieso und weshalb der BGH in der Art und Weise auch Ermittlungstätigkeiten der Staatsanwaltschaften in den 60er, 70er, 80er Jahren hat ins Leere laufen lassen.
Ich könnte mich nur wiederholen, aber ich möchte mal davor warnen, den Fokus so auf den Bundesgerichtshof zu zielen. Tatsächlich ist das Problem ja ebenfalls in den Staatsanwaltschaften vorhanden gewesen, ja. Ebenfalls in den Polizeiapparaten vorhanden gewesen. Das ist ja nichts, wo oben der BGH gesagt hatte, das geht hier so und so und dann haben wir alle gemacht oder haben alle gemacht, was die da wollten. Und dann war das Problem da. So ist es nicht gewesen. Es war ein die gesamte Gesellschaft infizierter Zustand. Alle staatlichen Stellen waren betroffen. Im Übrigen zum Beispiel auch Mitarbeiter in Ludwigsburg, nicht? Die ebenfalls NSDAP-Mitglieder waren. Das halbe Bundeskriminalamt hatte eine ganz bemerkenswerte NS-Vergangenheit. Das ist also kein Problem, wo man der Sache gerecht wird, wenn man es tatsächlich auf den Bundesgerichtshof fokussiert. So, jetzt darf ich nochmal eins sagen, ich höre immer Parteimitgliedschaft. Natürlich hat man am Anfang gesagt, die waren nicht in der Partei, die haben wohl recht in Anführungsstrichen gesprochen während des Dritten Reiches, die stellen wir ein. So ist das nicht richtig. Auch die Nicht-Parteimitglieder waren, wenn man das Berufsfeld detailliert untersucht, schwerst belastet. Und Herr Mahnke hat recht. Es war politischer Konsens aller demokratischen Parteien, Schluss zu machen. Und das ist ein Aspekt, den ich vorhin vergessen habe. Und dieser politische Aspekt von den demokratischen Parteien, FDP, CDU, CSU und SPD, dieser Rückhalt hat jahrzehntelang gefehlt. Wenn Kurt Schumacher sich mit SS-Generalen trifft, und keiner in Deutschland dagegen opponiert, nur eine jüdische Zeitung, dann sagt das alles. Alle wollten Ruhe haben. Sie wollten Wahlen gewinnen, meine Damen und Herren. Und hätte Kurt Schumacher sich nicht mit SS-Generälen getroffen, dann hätte Herbert Wehner, der das ja empfohlen hat, gesagt, dann verlieren wir die nächste Wahl. Aus diesem Rand mussten Wähler gewonnen werden. Wir möchten gerne mit Ihnen diskutieren. Mir fällt ein, dass unser erster Bundeskanzler Adenauer mal gesagt hat, wenn ich kein sauberes Wasser habe, dann schütte ich das Dreckige nicht weg. Dass es so lange gedauert hat, dass das Wasser klar geworden ist, erstaunt mich trotz alledem. Und ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass wir heute mit Ihnen gemeinsam darüber sprechen konnten, wie sich die Justiz, die Staatsanwaltschaft, der BGH auch in den 70er, 80er, 90er Jahren aufgestellt hat. Und nun haben wir noch die Stutthof-Prozesse, zumindest drei, die noch gegebenenfalls geführt werden. Mein Name ist Hans-Ernst Böttcher. Ich bin Jahrgang 44, also 2 Jahre jünger als Klaus-Dietlefke oder Schüttke. Ich habe 35 Jahre in der Justiz als Richter gelebt und war fast die Hälfte davon Präsident des Landgerichts in Lübeck. Ich habe heute wieder Juristinnen und Juristen im zweiten Staatsexamen geprüft. Was hier heute diskutiert wurde, ist da kein Thema. Wenn man es fragen würde, wäre das unfair, weil sie dafür nicht ausgebildet sind, auch heute nicht. Dabei brauchen sie solches historisches Verständnis, wenn sie manche aktuelle Fragen des Rechts, die vermeintlich damit gar nichts zu tun haben, angemessen diskutieren wollen. Das ist alles brandaktuell. Ich fasse mich kurz. Das ist hier richtig benannt worden. Es gab einen kurzen Frühling, das war der Geist der Nürnberger Prozesse. Es gab auch solche Prozesse von deutschen Gerichten, es gab diesen obersten Gerichtshof der britischen Zone. Es gab Juristen wie Fritz Bauer, Richard Schmid und eine ganze Reihe anderer, auch den Generalstaatsanwalt Buchholz in Hamburg übrigens. Es gab einen anderen Wind. Und dann gab es eben das große Weißwaschen, den Versuch der Integration und nahezu alle Juristen, die vorher in der Justiz gewesen waren, waren später bald wieder drin. Es gibt aus Niedersachsen eine Studie, Sinniger Wenzlau heißt der Autor, sinnigerweise eine Examensarbeit im zweiten Lehrerstaatsexamen, der Wiederaufbau der Justiz in Norddeutschland. Aus den 80er Jahren, der hat festgestellt, dass 1948
im Oberlandesgerichtsbezirk Celle in den Eingangsämtern der Richter, heute R1 und R2, mehr ehemalige NS-Mitglieder waren als vor 1945 NSDAP-Mitglieder. Das ist auch was zum Thema von Klaus Detlef Kuder-Schüttke. Also sie waren alle wieder drin, zum Teil in einem Verfahren, das nannte man Huckepack-Verfahren. Die britische Besatzungsmacht hat sich abringen lassen für einen Unbelasteten, der in der Justiz eingestellt wird, was man sehr ungenau nachgeprüft hat, durfte ein Belasteter mit rein. Ja, ich höre auch gleich auf. Die Nazi-Professoren genauso. Erst Mitte, Ende der 60er kamen andere rein. Wir haben in Kiel das Glück gehabt, dass sie dann kamen. Und das hat sich tradiert. Und dann hat es den kurzen Sommer der Juristenausbildungsreform gegeben, in Varianten von Konstanz über Augsburg bis Hamburg und Bremen und Hannover. Und ansonsten alles wie vorher. Der Geist von vor 1945 entbräunt, reduziert auf das angeblich unpolitisch-dogmatische, hat sich fortgesetzt und alles Weitere, was wir dann hatten, diese kleinen Lapsus im Bundesjustizministerium, Dreher, die Verjährungen, die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, das passte dann alles so, dass dieses Maß der Nichtverfolgung rauskam. Und die Verfolgung, die kam dann, als nur noch ganz wenige Täter da waren und die anderen 90 waren. Und dann hat man gesagt, das kann man denen doch nicht antun. Es wurde Zeit, es ist Zeit, es muss auch gemacht werden. Ingo Müller hat für das Forum Justizgeschichte, das ist mein letztes Wort, gesagt, allein deshalb muss über einen dieser Prozesse, wie Sie sie mit angestrengt haben, Herr Mahnke, entschieden werden vom BGH, damit nicht das, was vorher war, das letzte Wort des BGH zu Auschwitz ist. Danke. Und es ist was anderes gekommen. Danke. Da hinten war eine Frage von einem jungen Studierenden. Ja, dann auch von den Medien zum Teil dann als Haupttäter dann dargestellt werden. Wie haben Sie das denn für sich selber beantwortet, diese Frage? Gerade wie man mit dieser Situation umgehen soll, dass Menschen vielleicht das ja auch aus persönlichen Gründen gar nicht wollten, aber dann doch eben diese Position als Wachen einnehmen mussten. Ja, das ist hat eine tragische Dimension, dieser Fall. Tatsächlich ist untypisch gewesen auch. Aber es liegt nun nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ganz eindeutig kein Fall des Befehlsnotstandes vor. Und insofern muss man ziemlich streng differenzieren auch. Hat so handeln müssen, sagen Sie, so leicht. Aber hat er denn wirklich so handeln müssen? Er hat in keinem einzigen Fall den Versuch unternommen, sich beispielsweise versetzen zu lassen. Wir haben einen Historiker dazu gehört. Es gibt vielfach solche Ansinnen damals, denen in der Regel auch entsprochen worden ist. Die SS hatte nicht das geringste Interesse, in dem Laden intern Aufstände zu provozieren. Also was hat er aber nicht gemacht? Er hatte letztlich nicht einmal die Eingangsvoraussetzung, die für die Annahme eines Befehlsnotstandes erforderlich sind. Das setzt nämlich in einer gewissen Weise voraus, dass man in einem inneren Konflikt ist zwischen dem Leben anderer und dem bedrohten eigenen Leben. Da hatte der aber überhaupt nicht drüber nachgedacht. Der hatte einfach den Standpunkt eingenommen, die Augen zuzumachen und wegzugucken. Und ich sage Ihnen, wenn das alle machen, und das ist meine persönliche Auffassung, wenn das alle machen, dann darf man sich auch nicht darüber beschweren, dass ein Land in dieser Form untergeht. Ja,
Vielen Dank erstmal, auch an Sie gerichtet. Und zwar knüpft das eigentlich so ein bisschen auch an die Frage von da drüben an. Und zwar ist das eigentlich eine ganz praktische Frage. Und zwar stelle ich mir es irgendwie schwer vor, wenn man da jetzt dann in dem Prozess irgendwie einem paar 90-Jährigen gegenübersteht, der ja anders als sonst die Tat vor 70 Jahren begangen hat, im Kontrast zu irgendwie einem Täter, der, was weiß ich, jetzt ein halbes Jahr in Untersuchungshaft saß oder sowas. Da wird ja aus einer Person auch oft irgendwie ein ganz anderer Mensch, der jetzt schon 70 Jahre auch irgendwie mit seiner Tat leben musste und der dann vielleicht sogar gesteht und auch irgendwie Reue zeigt. Und da frage ich mich so ein bisschen, wie ist das dann eben in der Praxis? Ist das für einen irgendwie eine identische Situation? Oder mir fällt es dann oft ein bisschen schwer, den noch so richtig als Täter zu sehen. Egal, also er hat natürlich schlimme Taten begangen, aber es ist schwer, das jetzt so in Worte zu fassen. Ja, Sie haben ein etwas diabolisches Täterverständnis. Ich habe mehrere Jahre lang die Abteilung für Kapitalverbrechen der Staatsanwaltschaft Hamburg geleitet, also die sich mit Tötungsdelikten beschäftigt, und habe in der Regel auch die Täter kennengelernt. Und wenn Sie das in dieser Dichte gemacht haben, dann wird klar, dass Sie es natürlich nicht mit dem Teufel zu tun haben, sondern dass Sie es mit Menschen zu tun haben und der menschlichen Abgründigkeit. Und hier war die Sache natürlich noch ganz, ganz anders. Der hat 75 Jahre lang ein völlig unbescholtenes Leben geführt, hat Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder zustande gebracht und hat ein mehr oder weniger erfolgreiches Leben geführt. Und persönlich kann ich Ihnen sagen, ich habe ihn jetzt 7-mal vernommen im Polizeipräsidium. Es war ein menschlich angenehmer Umgang. Ich habe noch eine Frage. Bei dem Stutthof-Prozess wurde ja vor allen Dingen immer in den Medien diskutiert die Frage der Verhandlungsfähigkeit und auch die moralische Frage, die ich glaube so ein bisschen angesprochen sehe. Was soll das denn jetzt noch? So hörte man dann auch immer in den jeweiligen Beiträgen, wenn so alte Menschen noch angeklagt werden. War das auch Gegenstand der Verhandlung, hat das irgendwie eine Rolle gespielt, oder haben Sie persönlich dazu vielleicht auch eine Einschätzung, eine Meinung? Also ich bin in den 70er Jahren Schüler gewesen, Teenager-Schüler gewesen, und hatte offensichtlich im Gegensatz zu Ihnen damals schon von den Auschwitz-Prozessen mitbekommen. Und schon damals ging durch die Presse, Frankfurter Rundschau, ähnliche Zeitschriften, Zeitungen, diese Empörung, was soll das jetzt alles noch? Das war Mitte der 70er Jahre, das muss ich mal vorstellen. Das ist schwierig. Und das hat natürlich in die Frage der Verhandlungsfähigkeit hat natürlich in diesem Prozess, der 44 Verhandlungstage gedauert hat und zum großen Teil unter Corona-Bedingungen durchgeführt werden musste, hat natürlich eine immense Rolle gespielt. Einschließlich des Umstandes, dass die Verhandlungsunfähigkeit vorher schon einmal festgestellt worden war und Staatsanwaltschaft und Gericht sich mit diesem Urteil nicht abfinden wollten und dann wirkliche Spezialisten dran gesetzt haben, die dann gesagt haben, es besteht überhaupt keine Zweifel daran, dass er verhandlungsfähig ist. Und verhandlungsfähig bedeutet aber nicht, dass wir jeden Tag 10 Stunden verhandeln können. Verhandlungsfähigkeit in diesem Sinne bedeutete 2-mal in der Woche 2 Stunden. Das ist Verhandlungsfähigkeit. Und deswegen hat sich das über Monate erstreckt, hat 44 Verhandlungstage gedauert. Trotzdem, also die Frage kam doch sicherlich auch an Sie heran, dass viele Menschen gesagt haben, aber der alte arme Mann oder die alte arme Frau. Ich meine, ich persönlich weiß, dass wir keinen Unterschied machen, was das Alter anbelangt, aber letztendlich, rechtsphilosophisch, könnte man sich schon die Frage stellen, ob hier die kleinen Täter letztendlich angeklagt werden, weil wir die großen Fische haben wir schwimmen lassen. Nein, so war es ja nicht. Die Großen sind ja schon in den Nürnberger Prozessen praktisch im Kopf kürzer gemacht worden und dann in den Bergen-Belsen-Prozessen und dann auch in zahlreichen Schwurgerichts. Also der Lagerkommandant von Stutthof ist vorher schon verurteilt gewesen, wenn auch nur zu skandalösen 9 Jahren, aber immerhin, er ist verurteilt worden.
Also es ist nicht so, dass Sie die Großen haben laufen lassen. Ja, wenn ich vielleicht kurz meine Frage stellen kann, ist auch ganz kurz tatsächlich. Mein Name ist Joachim Granzow, ich bin Rechtsanwalt. Ich wollte nur anknüpfen an Ihre Ausführungen, Herr Mahnke, die Sie gemacht haben in Bezug auf die 68er, deren Initiativen ja zu gewaltigen rechtlichen Fortschritten geführt hatten in den 70er Jahren. Das hatte ja viele Facetten, das war Antikolonialismus, das war Antirassismus, aber letztlich allen voran eben auch Antifaschismus, das heißt die Auflehnung bzw. vorangegangen, die Erkenntnis eben, dass die eigenen Eltern bös verstrickt waren in den Nationalsozialismus. Vor diesem Hintergrund wundert es mich, dass gerade diese Seite der 68er sich dann in der Entwicklung der Justiz, in den Ermittlungen so wenig ausgewirkt hat. Wie ist das zu erklären? Besser. Nö, das geht hier, glaube ich, schon. Das ist eine Frage, da muss ich erst mal drüber nachdenken. Ich habe doch einige Kollegen, die in Hamburg studiert haben, in dem einstufigen Bereich, ein sehr fortschrittlicher Jurabereich, von dem ich immer gedacht habe, dass das thematisiert worden sei dadurch. Aber tatsächlich hat das dann ja keinen Niederschlag gefunden in der Arbeit in der Staatsanwaltschaft. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es muss was mit Ludwigsburg zu tun haben. Dort laufen ja die Fäden zusammen. Dort hätte man rechtzeitig gegensteuern müssen. Dort hätte man die Verfahren zusammenstellen müssen und an die Staatsanwaltschaften übergeben müssen. Aber es ist ja nicht so gewesen, dass wir in Hamburg nicht tätig geworden sind. Wir haben ja Neuengamme praktisch vollständig abgearbeitet. Wir sind dann weiter vorgegangen und die Kollegen, die sich dann damit beschäftigt haben, das ist immer weiter abgeschmolzen worden, denn eben auch entsprechend des Alters der Beschuldigten. Dann erst noch, ich weiß gar nicht, ich müsste drüber nachdenken, ich kann keine einfache Antwort darauf finden. Aber ich habe es versucht zu erklären. Ich bin ja so spät 68er, auch in Berlin, wo ein ganz anderes Pflaster als in Kiel herrschte. In Kiel war Erz sehr konservativ, auch die Studentenschaft. Das Wollen fehlte, sich damit auseinanderzusetzen. Die 68er haben den Vietcong-Krieg im Mittelpunkt gehabt. Nur wenige haben sich mit der NS-Justiz auch damals schon beschäftigt. Es war nicht allgemein Thema und auch in Berlin nicht. Das habe ich nicht erlebt, auch in Berlin nicht. Ja, Yüksel, ich bin Fachanwältin für Strafrecht aus Hamburg. Herr Mahnke, ich muss vorweg sagen, die Welt wäre ohne Menschen für Sie ärmer in meinen Augen. Ich konnte Ihnen aber in einem Punkt nicht folgen. Sie berichteten ja von dem Hamburger Verfahren, wo die Staatsanwaltschaft 3 Jahre gefordert hatte, wo dann ja 2 Jahre auf Bewährung herauskam, in meinen Augen eine Farce. Und Sie hatten gesagt, Sie hatten, so habe ich Sie verstanden, von sich aus gleich gesagt, dass eine Revision keine Aussicht auf Erfolg hätte, eine Revision beschränkt aufs Strafmaß. Das kann ich so nicht nachvollziehen, weil ich denke, Sie hatten ja gute Gründe, die Staatsanwaltschaft für Ihren Antrag dann zu sagen, es wäre von vornherein so aussichtslos. Es hätte für mich schon in welcher Richtung auch immer ein Signal gehabt, wenn die Staatsanwaltschaft das gemacht hätte. Also Sie wissen ja, Strafmaßrevisionen sind problematisch und es ist ein eingeschränkter Maßstab. Wenn da nicht gravierende Strafzumessungsregeln unbeachtet geblieben sind oder Strafzumessungsaspekte unbeachtet geblieben sind, dann kommen Sie dem nicht bei in der Regel beim BGH. Ich hätte nicht 3 Jahre beantragt, wenn ich gesagt hätte, 2 wären in Ordnung gewesen. Ich fand, das ist aber Zeit meines Lebens als Staatsanwalt auch immer ein Problem gewesen. Das ist ja nicht wie so ein Kreuzworträtsel, wo irgendwie ein Lösungswort rauskommt, das sagt 2 Jahre 10 Monate oder 1 Jahr 8 Monate. Sondern wir sind ja eine Sozialwissenschaft. Und meiner Bewertung der Dinge steht die Bewertung einer anderen Person gegenüber. Und bei den Strafmaßrevisionen ist es nun
so. Nur wenn Sie gravierende Spielregeln verletzen, haben Sie bei diesem Bundesgerichtshof Aussicht Erfolg. Es geht gar nicht darum, sagen wir mal, das gesetzlich vorgesehene Maß nicht einzuhalten. Es kommt ja gelegentlich auch mal vor, dass man einfach da ein Irrtum unterliegt. Wenn man beispielsweise hier nicht berücksichtigt hätte, dass er ein Geständnis abgelegt hätte, das wäre problematisch gewesen. Oder was ist eigentlich mit diesem Strafzumessungsaspekt, ja, eine ganz interessante Frage, was mit diesem Strafzumessungsaspekt des justiziellen Verschuldens, der Dauer des Verfahrens, eigentlich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes erst ab dem Moment zu beachten, wo das Verfahren gegen den Beschuldigten geführt wird. Wenn es jetzt zu einer Verzögerung kommt, justiziell zu verschuldet, zu einer Verzögerung kommt, dann kann man über die Strafmaßlösung eine bestimmte Zeit als verbüßt ansehen. Wie ist es aber hier gewesen, wo die Strafverfolgungsbehörden seit November 82 wussten, was diesem Mann vorzuwerfen ist? Ja? Ich weiß es nicht. Das war eben mein kleiner Exkurs, Frau Yüksel. Aber wir haben es einfach so eingeschätzt, dass es nicht klug wäre, möglicherweise eben auch von dem Gedanken getragen, dass wir es besser finden, dass dieses Urteil, so wie es gesprochen worden ist, weit über das hinausgehend, was vom Bundesgerichtshof zu erwarten gewesen wäre, rechtskräftig werden sollte. Ja, also mir stoßen die zwei Bemerkungen oder Nachfragen meiner Kommilitonen etwas auf. Und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Das Problem ist, auch jetzt im Stutthof-Verfahren, es handelt sich um einen SS-Mann. Und zur SS wurde man nicht gezwungen, da hat man sich freiwillig gemeldet. Das heißt, diese Personen haben sich freiwillig gemeldet für den Dienst. Und die andere Sache ist, es handelt sich nicht nur um einen alten Mann, sondern einen alten Mann, der eben auch derartige Verbrechen begangen hat. Und ja, er hat nur Beihilfe dazu begangen, aber trotzdem, es war doch nicht so, dass Hitler alles alleine gemacht hat. Er hatte Leute unter sich, die hatten wieder Leute unter sich und so weiter und so fort. Er war ein kleines Rädchen in der ganzen Maschinerie. Aber wenn diese kleinen Rädchen nicht funktionieren, wenn die einfach sagen, nein, wir machen nicht mit, hätte das ganze Konzept nicht funktioniert. Und die andere Sache ist, Sie haben gesagt, ja, er wollte diesen Dienst nicht ausführen. Wenn ich das Urteil oder das Protokoll zumindest richtig in Erinnerung habe, hatte er die Wahl zwischen, ich gehe an die Front oder ich gehe ins Konzentrationslager und arbeite da. Das heißt, es war für ihn einfach die einfache Entscheidung, ich gehe ins Konzentrationslager, da werde ich wahrscheinlich nicht sterben. Das heißt, es war der sichere Weg hinaus. Es war nicht irgendwie so, dass er dahin gezwungen wurde. Er hat nie versucht, da irgendwie wegzukommen, sich versetzen zu lassen. Er hat sich freiwillig gemeldet und er war eben Teil dieser ganzen Maschinerie. Und ja, es handelt sich um extrem alte Personen. Aber wie wir anfangs gesagt haben, wenn man mit meinen Großeltern, leider leben sie nicht mehr, wenn man mit den Großeltern von Eliana und von vielen anderen jüdischen Personen spricht, die werden im hohen Alter die Geschehnisse nie wieder vergessen können. Und zu sagen, okay, wir gehen jetzt einfach mal davon weg, er ist so ein alter Mensch, da können wir jetzt weg. Das ist auch für diese Person unfair. Das ist keine Gerechtigkeit, die da steht. Und wir haben heute einen Rechtsstaat. Und der muss auch gegen diese Straftaten, die damals begangen wurden, mit jeder Härte vorgehen. Weil wir das nicht einfach auf sich beruhen lassen können. Und das ist auch Teil des Niemals vergessen. Ja, ich kann ja, ich glaube, ich kann sitzen bleiben, oder? Die Kamera sieht mich auch so. Mein Name ist Holle, ich bin Richter in der Hamburger Justiz und ich habe auch eine Frage an Herrn Mahnke.
die letztlich so ein bisschen rechtsphilosophischer Natur ist. Und zwar, ein Strafverfahren ist ja kein Selbstzweck, ist keine Geschichtsstunde. Es geht nicht darum, irgendwie quasi die deutsche Bevölkerung nochmal die Verbrechen vor Augen zu führen und genau aufzuarbeiten, historisch, was passiert ist. Sondern letztlich hat Strafe ja irgendwie einen bestimmten Zweck. Also der Strafverfahren dient dazu, letztlich irgendwie eine angemessene Strafe zu finden. Und wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie das Stutthof-Verfahren nimmt, dann stößt man ja mit den Theorien, die letztlich der Sinn einer Strafe ist, schon an Grenzen bei jemandem, der sich so lange bewährt hat, der als 17-Jähriger Dinge gemacht hat, die grausamste Verbrechen sind. Das sozusagen, das relativiert man auch nicht, wenn man die Frage aufwirft, was denn eigentlich noch der Sinn eines solchen Verfahrens ist, über sozusagen das Symbol, sich mit diesem Menschheitsverbrechen auseinanderzusetzen. Wo ist das bezüglich eines solchen Täters konkret? Oder sendet so ein Verfahren nicht auch das Symbol, was letztlich ja auch bei Ihnen in dem etwas kritischen Kommentar angeklungen ist? Wir picken uns einen 17-jährigen Wachmann heraus und exerzieren an dem eine Geschichtsstunde durch, was für ein schlimmes Verbrechen dort geschehen ist. Und bei sehr relevanten Verbrechern haben wir das nicht getan oder haben Urteile gesprochen, die weit entfernt von dem sind, was unserem heutigen Gerechtigkeitsempfinden wohl entsprechen würde. Und relativieren wir dadurch nicht? Also ist das sozusagen, tun sich da bei Ihnen irgendwie philosophische Konflikte auf? Oder eben nicht? Also auch das ist ja auch eine Antwort. Ja, also Sie als Jurist wissen Sie ja keine Gleichheit im Unrecht, deswegen ist Ihr Argument, wir haben die Großen laufen gelassen und jetzt die Kleinen zur Verantwortung gezogen und das sei in irgendeiner Weise ungerecht, das in diesem Zusammenhang haben Sie es ja gestellt, das ist juristisch nicht vertretbar, diese Auffassung, das ist auch falsch, so zu denken. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, abgesehen mal davon, dass das eine, nämlich die Haupttäter zur Verantwortung, nicht zur Verantwortung gezogen zu haben, so dieser apodiktischen Aussage auch nicht richtig ist. Das zu der einen Sache. Zu der anderen Frage, was ist eigentlich der Strafzweck? Was kann eigentlich noch der Strafzweck sein? Und gerade die 68er haben natürlich über den Strafzweck der Spezialprävention die Reform des Jugendstrafrechts eine Situation geschaffen, wo man das gar nicht mehr so sagen kann. Man kann Spezialprävention, brauche ich noch irgendeine Strafe, um Bruno Dey zu sagen, dass er sowas nicht normal machen soll? Das ist absurd. Das ist in einer gewissen Weise wirklich absurd. Aber es ist eben auch so, das ist jedenfalls meine Auffassung, ich vertrete aus philosophischen Gründen nicht nur den Aspekt der Spezialprävention, sondern ich würde einen pluralistischeren Ansatz wählen. Es gehört, da bin ich übrigens auf der Seite des Bundesgerichtshofes, es gehört eben auch die Generalprävention dazu. Insofern gehört zu so einem Prozess auch, dass man ihn möglicherweise wie eine Geschichtsstunde gestaltet. Der war 17 Jahre, die Öffentlichkeit... Wie bitte? Der war 17 Jahre, die Öffentlichkeit war eigentlich ausgeschlossen. Und trotzdem haben wir mit Sondervorschriften des GVG, die es noch gar nicht so lange gibt, tatsächlich zahlreiche Presseleute zugelassen, zahlreiche Menschen zugelassen, die ein bestimmtes Interesse daran hatten, diesem Prozess beizuwohnen. Das in diesem Saal, 300 des Strafjustizgebäudes, waren jedenfalls darüber 100 Leute. Es war öffentlich. Und die Presse hat weltweit über diesen Prozess berichtet. Und ich kann Ihnen nur sagen, das war auch gut so. Also dann eben nicht Spezialprävention. Aber was halten Sie denn von Sühne? Ist auch ein Teil, ist auch ein Strafzweck. Oder eben Generalprävention. Wenn man alles in allem sieht, ist es nicht etwas, was keine rechtsphilosophische Grundlage hätte, was wir gemacht haben. Es hat einen Sinn. Und vor dem Hintergrund kann man sagen, okay, Sinn hätte es nicht, vielleicht nicht gebracht, ihn noch ins Gefängnis zu bringen. Das ist jedenfalls ein Standpunkt.
Aber das, was wir gemacht haben mit dieser Strafe, hatte letztlich einen Sinn. Wir haben, glaube ich, darauf verzichtet, ihm einen Bewährungshelfer zu bestellen. Das wäre dann doch etwas verrückt gewesen. Ja, Büchel ist mein Name. Ich bin pensionierter Richter, habe aber nie Strafrecht gemacht. Ich empfinde ein gewisses Missbehagen angesichts der Tatsache, dass jetzt 95 Jahre alte Menschen vor Gericht gestellt werden. Mit Recht, das will ich überhaupt nicht kritisieren. Ich finde das Verfahren richtig und auch das Ergebnis finde ich richtig. Aber das Unbehagen besteht darin, dass das früher eben nicht passiert ist. Und da habe ich eine ganz konkrete Frage an Sie, Herr Mahnke. Sie sind doch Staatsanwalt. Woran lag das? Gab es keine Ermittlungsakten, die auf den Schreibtischen der Staatsanwälte lagen? Oder wenn es sie gab, wurde versucht, Anklage zu erheben? Wurde das ausgeredet durch den Oberstaatsanwalt oder den leitenden Oberstaatsanwalt, vielleicht auch durch den Generalstaatsanwalt? Und wenn doch Anklage erhoben wurde, wurden die Anklagen vom Gericht abgewiesen, das Verfahren nicht eröffnet? Ich kann mir das so schlecht vorstellen. Es gab Ermittlungsakten, das weiß ich. Sie lagen auch vor. Was ist aus diesen Akten geschehen? Die zweite Frage ist die Frage der Urteile, die gefällt sind. Es gab ja auch in Hamburg überwiegend durch eine Kammer Urteile in NS-Prozessen. Wie beurteilen Sie die Strafhöhe? Die Strafhöhe, war das angemessen? Wir reden jetzt über die Strafhöhe hier 2 oder 3 Jahre für einen, der damals 17 Jahre alt war. Sie kennen wahrscheinlich die Strafurteile auch, die es aus gegen NS-Personen gegeben hat, die mehr getan hatten als hier Herr Dai auf seinem Wachtposten. Also 2 Fragen. Die erste Frage kann ich nicht beantworten. Ich bin zuständig seit Juli 2010 und seitdem sind keine Akten liegen geblieben, nicht bearbeitet worden oder meiner Tätigkeit ist irgendetwas in den Weg gelegt worden von einem leitenden Oberstaatsanwalt oder irgendeinem Generalstaatsanwalt. Sowas hat es nicht gegeben und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass meine Dienstvorgesetzten gut beraten gewesen wären, wenn sie sich so verhalten hätten. Das wissen sie und deswegen haben sie sich so nicht verhalten. Im Übrigen ist es tatsächlich eher umgekehrt gewesen, dass mir in aller erdenkbarer Weise von meinen Vorgesetzten geholfen worden ist. Ich muss da nicht diskutieren, wenn ich einen Dienstreiseantrag nach New York oder nach Ludwigsburg stelle. Das wird einfach genehmigt, das ist doch klar. Und ich sage, das muss angeklagt werden. Meinen Sie, dass dann irgendein Generalstaatsanwalt kommt und sagt, nee, Herr Mann, das machen wir nicht? Ich glaube, der hätte viel zu viel Angst, dass das das Letzte wäre, was er in seinem Dienstleben als Generalstaatsanwalt noch machen würde. Nein, so ist die Situation nicht. Wir sind im Wesentlichen frei und können gestalten. Und nach meinem Berufsverständnis werde ich auch dafür bezahlt. Genau dafür, dass ich mich gerade mache und dass ich nach den Kriterien denn, der Gerechtigkeit vorgehe. Gut, dann frage ich nach, wie ist es in der Zeit vorher gewesen? Was wissen Sie darüber? Hier vor 40 Jahren, will ich mal erwähnen, heute vor 40 Jahren ist das Urteil im Majdanek-Prozess verkündet worden. Katastrophal niedrige Freiheitsstrafen. Lesen Sie mal damals die Zeitung, was darüber steht. Wer liest die Zeit? Urteile werden ja nicht gefällt, damit die Zeitungen sich über das Strafmaß machen, sondern sie werden gefällt, weil das Gericht eine Strafe für angemessen hält. Aber da ist nur die Frage, was die Gerichte damals gemacht haben und auch die Frage, was die Staatsanwälte damals ermittelt haben oder nicht ermittelt haben. Dazu muss es ja Tatsachen geben. Sie können sagen, Sie kennen sie nicht, diese Tatsachen, weil das nicht Ihre Dienstzeit war, aber Sie können nicht sagen, es gab ja Majdanek und da ein niedriges Strafmaß und die Presse hat darüber geschimpft. Das ist nicht die Antwort. Aber ich kann Ihnen sagen, in Schleswig-Holstein liegen alle Akten, NSG-Akten, die überwiegend eingestellt worden sind, im Archiv des Justizministeriums, bändeweise. Und es gab einen Erlass des Bundesjustizministeriums, in dem man sagte, damals in den 60er, 70er, vielleicht auch 80er Jahren, das weiß ich nicht, aber 60 und 70er, polnischen Zeugen ist nicht zu glauben. Einstellung. Dieses Mittel der Einstellung von der Öffentlichkeit nicht
kontrollierbar. Das müsste noch aufgearbeitet werden. Ich kann im Schleswig-Holstein sagen, ein Skandal, was liegen geblieben ist. In Hamburg sah die Sache nicht so aus. In Hamburg ist verfolgt worden. Wir haben alleine 3 Abteilungen gehabt in den 50er Jahren, die sich damit beschäftigt haben, das Konzentrationslager Neuengamme und die damit und die dort begangenen Verbrechen aufzuarbeiten. Bullenhuser Damm, alles Dinge, die auch aufgearbeitet worden sind mit zahlreichen Staatsanwälten. Ich kann, weil ich keinen hundertprozentigen Überblick habe, weil ich kein Historiker bin, nur mit dem einen oder anderen darüber gesprochen haben, eigentlich keine substanzielle Meinung dazu, belastbare Meinung dazu abgeben. Aber mein Eindruck ist es nicht gewesen, dass in Hamburg irgendetwas Nennenswertes liegen geblieben ist. Ich würde jetzt gerne Herrn Mahnke wieder an meine Seite bitten. Und wir werden jetzt die Diskussion schließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie noch so lebhaft mit uns diskutiert haben. Ich hoffe auch, dass die Diskussion insgesamt mit unseren beiden Zeitzeugen, so kann man sagen, finde ich jedenfalls, vielleicht ansatzweise Antworten gebracht hat. In Vorbereitung dieser Diskussion habe ich selber natürlich recherchiert bei Juris, Back Online und wo auch immer und bin erstaunlicherweise auf einen Aufsatz gestoßen. Einen Aufsatz zu diesem Thema im Grunde genommen, nämlich der Frage, wie justizpolitisch, rechtsgeschichtlich mit den vergangenen 40, 50 Jahren umgegangen werden kann und ob das eigentlich nochmal aufgerollt werden müsste, nicht nur durch die BGH-Rechtsprechung an sich, sondern insgesamt zu gucken, wie die Strafverfolgung gestaltet war und welche Hindernisse vielleicht da waren und welche Versäumnisse. Ich finde es immer ganz interessant, dass sehr, sehr viele Unternehmen in Deutschland mittlerweile Historiker beauftragt haben, um ihre Geschichte, sei es während der NS-Zeit, aber auch danach, zu beleuchten, vor sich selbst, vor ihrer Belegschaft, vor ihren Kunden und sich zu rechtfertigen, soweit sie sich das müssen und hoffentlich müssen sie das. Von der Justiz würde ich mir ehrlich gesagt was Vergleichbares wünschen. Aber wir hier können das nicht in Auftrag geben. Und diejenigen, die vielleicht den Auftrag dazu erteilen könnten, haben vielleicht auch diese Veranstaltung dann irgendwie zur Kenntnis genommen und ziehen ihre Schlüsse daraus. Und ich würde mich freuen, wenn ich in irgendeiner Art und Weise nicht mehr an einem Oberlandesgericht ohne irgendeinen entsprechenden Hinweis die jeweiligen Porträts der Generalstaatsanwälte oder Landgerichtspräsidenten hängen sehen muss, die in der Zeit zwischen 1933 und 1945 Dienst gemacht haben. Und auch das ist immer noch der Fall. Dankeschön.